Hi, Joe Vogel hier. Ich habe dir im letzten Video gezeigt, wie du mit einem Ast, etwas Leine und einem Haken eine ganz, ganz einfache Survival-Montage zum Fischfang bauen kannst. Heute zeige ich dir, wie du damit in 5 Sekunden einen Fisch fängst und vor allem auch, dass du damit Frösche fangen kannst. Bevor wir jetzt ans Angeln gehen, will ich natürlich auch gleich die nächste Frage beantworten. Jochen, dein Name ist wohl Programm, warum bist du so unsympathisch? Lächel doch mal! Also, zuallererst, kleine... Außerdem werde ich dafür nicht bezahlt, sympathisch zu sein, sondern bei meinen Projekten ist es wichtig, dass ich feste und deutliche Ansagen mache, die nachvollziehbar und vor allem fachlich korrekt sind. Das ist meine Aufgabe und das mache ich. Und das mache ich in der Regel auch relativ sorgfältig und gut. Außerdem, so wirklich unfreundlich bin ich gar nicht, sondern meistens bin ich eigentlich ganz lieb. Mein Wurm sinkt dort auf dem Boden. Ich dachte, du stippst. Ja, damit stippe ich ja. Das ist ja. Musst du dafür trotzdem auswerfen? Ja, ich habe so halb ausgeworfen und ja, so schnell geht es. Ja, so schnell geht es. Der wird jetzt abgeschlagen und korrekt getötet durch eine Entfernung des Kiemenbogens hier unten. Hintergrund ist, hier vorne ist das Herz und sobald das durchgerissen ist, sind ja Orten offen. Das kannst du mit dem Messer machen, das ist dann der Kiemenbogenschnitt, oder bei ganz kleinen Fischen kannst du es auch so machen. Also damit ist dem Tierschutz Genüge getan und der Fisch ist sofort tot, also du siehst da. Also Kescher brauchst du bei den kleinen Fischen eigentlich ja. Nicht? Betäuben. Streng genommen brauchst du den. Also ich habe einen betäubt hier, das reicht aus. Das ist jetzt ein kleiner Barsch, hat eine Sekunde gebraucht, bis ich den draußen hatte. Naja, vielleicht 5 Sekunden, man muss ein bisschen schauen. Der hat hier Stacheln und hier unten an der Afterflosse hat er auch Stacheln. Bruststacheln, das ist ein kleiner Sonnenbarsch. Aber das sind genau diese Art von Fischen, die wir fangen wollen. Weil 10, 20 von denen kriege ich innerhalb von einer halben Stunde ohne Schwierigkeit gefangen. Weil es hier so viele gibt? Weil es von den kleinen Fischen immer viele gibt. Das sind beispielsweise Döbel. Du erinnerst dich doch, dass wir schon Döbel geangelt haben zusammen. Ja. Wie viele haben wir da gefangen? Viele. Viele. Wir sind satt geworden. Wir sind satt und die geworden. Waren sehr klein. Und die waren sehr klein. Dafür kann man die aber auch ganz essen und muss sie nicht aufbrechen. Die waren so groß etwa dann. Okay, ohne Kopf auf dem Grill, hat wunderbar geschmeckt. Das hier sind jetzt, lass uns 10 Gramm sein. 10 von denen sind 100 Gramm. Isst du die komplett? Die, von der Größe, kann ich komplett essen. Mit Kopf? Mit Kopf. Aber die Stacheln muss ich entfernen, die oder? Die Stacheln, ja, wenn ich es gut durchrüste, kann ich sogar die Stacheln von den Kleinen mitessen. Die knuspern dann schön. Die knuspern und ich muss ein bisschen die Schuppen entfernen. Du sag mal, gibt es da eine Technik, wie du den jetzt festhältst, ohne dir weh zu machen? Ja, vor allem wenn es ein größerer Fisch ist, vor allem wenn du die am Meer fängst. Die können schon mal ganz üble Stacheln haben, können auch Giftstacheln haben. Und da gibt es den Trick, du greifst die von oben, so, und dann können sie die Stacheln nicht mehr aufstellen. Ansonsten stellen die wirklich alle Stacheln also auf. Also gegen die Wuchsrichtung der Stacheln. Ja, mit dem Strich festhalten. Also, erster Fisch. Könnte ich den jetzt so essen? Könntest du. Dürfte ich das? Jetzt nehmen wir mal an, wir haben einen Fireban. Wir dürfen also kein Feuer machen. Wir können nicht grillen, wir können nicht kochen. Darf ich dann Fische aus dem Süßwasser oder aus dem Salzwasser roh essen? Droht mir da was? Du wirst es hier demnächst auf dem Kanal in einem Short erfahren, weil da kann man sich möglicherweise ziemlich üble Dinger zuziehen. Und Dinger, Parasiten. Ja, vielleicht oder keine. Bakterien. Du wirst es hier erfahren. Also den Kanal gerne abonnieren. Das ist jetzt mein erster Cliffhanger. Fisch. Cliffhanger. Das ist aber nicht so nobel von das dir. Das ist kein Cliffhanger, das ist ein Fisch. Und den habe ich jetzt gefangen, den lagere ich jetzt. Ich habe etwa eine Stunde Zeit, bis ich den weiter verarbeiten sollte. Danach wird das Fleisch langsam schlecht. Aber ich denke, dass ich da noch 4 oder 5 von denen besorgen werde. Aber es funktioniert eben wirklich mit ganz, ganz einfachen Methoden und super, super schnell. Mit so einer einfachen Angel kannst du natürlich nicht nur Fische fangen, sondern eine ganze Menge anderer Tiere. Ich habe damit beispielsweise schon Schildkröten gefangen oder Frösche. Frösche gehen da drauf, fressen den Köder und du kannst die einfach rausholen. Schildkröten, die sind doch so langsam, die kannst du doch einfach so. Aber nicht fleischfressende Schildkröten. Ach, du meinst Wasserschildkröten. Die gehen auf Fischfetzen zum Beispiel.
Angeln ist also nicht nur Fischfang und ich möchte es dir jetzt mal zeigen, indem ich damit hier einen Frosch fange. Ich werde den Frosch nicht wirklich fangen, weil dafür bräuchtest du eine Sondergenehmigung. Ich habe hier keinen Haken dran, sondern da ist der Wurm einfach nur dran gebunden. Also Proof of Concept. Ja, da geht es wirklich nur darum, ich halte das vor den Frosch und der Frosch wird es erkennen und fressen. Wenn du es nicht glaubst, dann schau mal genau hin. Ich glaube, der ist satt. Oh, wow! Alter! Scheiße! Der Frosch hat meinen Wurm sofort gefressen, aber dann wieder ausgespuckt. Hier gibt es übrigens auch in den Tropen und in Kanada. Übrigens auch auf Vancouver Island, nur so nebenbei. Und da eine Frage an jemanden, der es wissen sollte. Patricia, ist es einfach, große Frösche mit der Hand zu fangen? Schön wär's. Ja. Die sind nämlich super, super robust, super stark und mega schnell. Wenn du in die Nähe von denen kommst, die springen sofort weg. Da musst du schon sehr viel Glück und Geschick haben. Und damit, oder schneller sein. Ja, oder schneller sein als der Frosch. Oder geeignete Werkzeuge haben, mit denen man den Frosch dann auch bejagen kann. Und so etwas ist aber tatsächlich die Möglichkeit, eine ganze Reihe von Fröschen für die Ernährung zu angeln. Wird in Frankreich übrigens auch so gemacht. Da gibt es den amerikanischen Ochsenfrosch und der wird dort beangelt, bejagt. Was machst du da jetzt? Ich muss jetzt die Fische zubereiten und oder vorbereiten. Damit ich die essen kann, muss auf jeden Fall das Schuppenkleid weg und die Innereien müssen raus, weil bei diesen Fischen, die vom Grund fressen, ist häufig Sand im Darm und das will ich nicht unbedingt essen. Also zum Schuppen gehe ich her und gehe mit dem Messerrücken vom Schwanz nach vorne. Also gegen die Wuchsrichtung? Gegen die Wuchsrichtung. Gegen und den Strich. So, gehen die Schuppen super easy ab. Mit dem Messerrücken? Mit dem Messerrücken. Das ist meines Erachtens besser als mit dem Messer selbst, also mit der Klinge, aus dem ganz einfachen Grund. Manche Schuppen sind so fest drin, dass das Messer so ein bisschen hängen bleibt und wenn du dann ausrutscht, dann verletzt du dich natürlich. Und schneidest die Filets weg. Vor allem die Daumenfilets. Und so ist da aber ja, keine Verletzungsgefahr. Die Dornen lasse ich dran bei denen. Und weil die kann man mitessen, wenn sie gut durchgegrillt sind. Die müssen einfach nur richtig ordentlich kross sein und dann zerbröseln die. Und bei diesen kleinen Fischen, da kann ich hergehen und die erstmal mit Sand panieren. Wenn die geschuppt sind, dann schneide ich von einer Seite einfach bis zur Kloake nach unten. Bei größeren Fischen mache ich es ein bisschen anders, weil da versuche ich auch die Kloake nicht zu verletzen. Kloake? Das ist die Ausführöffnung von Laich und Kot. Und das möchte ich, wenn ich einen großen Fisch habe, den ich konservieren muss, nicht verletzen. Aber bei diesen kleinen Fischen ist es unproblematisch. Also ich habe es hier einmal zur Seite geschnitten. Jetzt habe ich hier was ganz Nettes drin. Siehst du das da? Was ist das denn? Das ist eines der wenigen Sachen, wo ich sage, okay, die können dann so roh gegessen werden. Das ist Kaviar. Das ist der Rogen der Fische. Den gibt's Rest? Ja auch eine Folge zu. Ja, genau. Wollte ich gerade nicht nochmal sagen, aber du hast recht. Da werden wir uns nochmal damit beschäftigen. Und jetzt habe ich den kompletten Bauchraum hier leer. Da oben ist noch so eine Haut drin, das ist die Schwimmblase. Sieht man das? Und darunter ist die Niere, das ist sowas Dunkles. Du wirst gerade rausgekratzt. Die Niere liegt unterm Rückgrat. Ganz genau, da. So als längliches Ding. Das ist länglich. Das ist eingewachsen. Das ist eingewachsen unter einer Haut, genau. Nicht wie bei uns Menschen. Und dann habe ich den Fisch schon fertig. Den rein, die kann ich entweder verwerfen oder aber, die kann ich natürlich auch als Köder verwenden, weil diese kleinen Fische, egal ob Barsche oder Döbel, das sind auch ja, Tierchen, die auch gerne die eigenen Artgenossen fressen. Und wenn es nur Teile davon sind, also den Darm nie wegwerfen von diesen Tieren. Oder was du natürlich auch machen kannst, du kannst winzig kleine Beefies damit machen. So geht es eigentlich weiter. Also ich muss jetzt nicht mehr angeln. Wir haben jetzt um die 10 Fische in vielleicht 10 Minuten zusammen
geangelt bekommen. Wie ist es mit dir? Würdest du auch eher so Kleinfische sammeln und fangen? Mit dem Angeln kannst du natürlich auch noch andere Tiere fangen, beispielsweise Frösche oder Schildkröten. Oder würdest du dann tatsächlich so als Zielfisch einen Karpfen rausholen? Vielleicht auch mit dem Risiko, dass dir die Leine oder vielleicht auch die ganze Angel verloren geht. Schreib es mir gerne unten in die Kommentare. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat und du möchtest mehr über diese Survival-Techniken und vielleicht auch Expeditionstechniken kennenlernen und willst vielleicht auch unsere Reisen durch die Mongolei verfolgen, dann abonniere gerne den Kanal, like gerne das Video und wenn du irgendwelche Fragen hast, zum Beispiel auch was das Knallen hier im Hintergrund ist, dann schreib es gerne unten in die Kommentare. Ansonsten gilt wie immer, geh raus, mach's gut und bleib gesund.